Wir grüßen euch heute wieder in der Serie mit Ingrid Maria Linhardt. Das Thema ist Eilversprechen, allgemeines Thema. Was hast du vorbereitet? Magst du das Stream ausmachen? Ja, ich warte. Einen Moment bitte. Ich bin immer noch auf zwei so Seiten. Ja, ich glaube, jetzt passt. Ja. Okay, schön. Ja. Ja, ich möchte auch, ich bin nicht in dem Heilbereich drinnen, aber ich möchte auch trotzdem etwas dazu sagen. Ich mache schon seit 40, 50 Jahren, na 40 auf alle Fälle, und vorher habe ich auch schon immer wieder für andere gebetet, mache ich diese Heilmeditationen von Paramahansa Yogananda, und zwar für Körper, Geist und Seele. Also da reibe ich so, und dann für den Körper und für den Geist und für die Seele und dann auch noch für Frieden und Harmonie in der Welt. Also da, und das sage ich auch Om dazu. Und es ist halt schon öfters passiert, heute auch wieder, hat meine Freundin gesagt, die ich länger nicht erwischt habe, aber der ich gesagt habe, dass ich so oft an sie gedacht habe, hat gesagt, das habe ich gespürt, mir geht's halt wunderbar. Also es ist schon öfter passiert, dass die Menschen meine Gebete oder Heilmeditationen spüren. Ich habe auch ein Buch geschrieben über Medjugorje, wo ja auch Heilungen passieren, Königin des Friedens, Moli Sanas, es ist aber trotzdem in Deutsch, auch wenn das Moli Sanas in Kroatisch ist. Und da habe ich auch schon drinnen geschrieben von einigen, was man so Wunder nennt. Wunder ist für mich auch nur etwas, das wir noch nicht erklären können. Sonst ist es einfach etwas, das in unserem Körper passiert. Und ich würde das, also diese Heilungen, und wenn sowas dann passiert dort unten oder in irgendwelchen Lourdes, ist es ja dasselbe, dass immer wieder Heilungen passieren. Diese Menschen fragen nicht, ob wer da schuld ist oder ob das jetzt wissenschaftlich ist oder so, verstehst? Ich meine, die sind froh, wenn ihnen geholfen worden ist und sind dankbar dafür, und alles andere interessiert sie nicht. Ob da jetzt, ich meine, die haben ja in Medjugorje auch den Kindern da, also damals waren es Kinder, jetzt es geht seit 1981, ne, haben sie alles Mögliche draufgesetzt und kontrolliert, was da alles vor sich geht, dass diese Kinder diese Botschaften bringen können und so. Ja. Also das ist, wie gesagt, für einen, der sieht, was da läuft, völlig uninteressant. Und ich glaube, das kann ich bei unseren Sachen auch sagen. Ich muss freilich sagen, mit meinem Bein, was ich da ja noch immer, das noch immer nicht ganz gesund ist, obwohl die Andrea schon so fest mit mir gearbeitet hat und die Heidemarie. Und jetzt war ich eben auch da mit dem Bioenergetiker in die Gänge. Das war noch das Beste, weil jetzt schwitzt wenigstens nicht ein. Aber es gelingt mir trotzdem nicht, meine Selbstheilungskräfte so zu verstärken. Ich verstehe das völlig, was ihr euch heute schon gesagt habt mit den Selbstheilungskräften. Aber wie gesagt, mir selbst gelingt es nicht, dass ich sage, so, und jetzt bin ich gesund. Ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten auch, nicht nur das Bein. Und ich kann noch nicht von meiner eigenen Kraft her sagen, alle meine Zellen sind jetzt gesund und für immer und ewig. Ja, aber da, weil da ist ein Thema dahinter. Ist dir die Ursache klar, warum du das gewollt hast? Das ist ein rechter Bein, oder? Nein, ist mir nicht klar. Und möchtest du das wissen? Wir haben zwar da schon ein paar Mal hingearbeitet, aber richtig. Wie gesagt, es scheint ja nicht aufgelöst worden zu sein, weil sonst... Ja, aber sonst möchtest du das wissen? Ja, sicher würde ich es gern wissen. Wie du das produziert hast? Ja, aber ich meine, wir haben es ja teilweise herausgefunden mit der Heidemarie, dass ich einmal eine Todesangst gehabt habe mit 3 Jahren schon, aber aufgelöst haben wir es dadurch doch nicht, offensichtlich. Okay, aber weil es halt immer noch da ist, nicht?
Also ich mache immer so, dass grundsätzlich du erlaubst, ob die Informationen freigegeben werden. Ich habe zum Beispiel schon ein paar Informationen bekommen. Das können wir vielleicht dann extra machen, ne? Also welche Energie, welche Bein ist es? Ja, ist das Rechte, aber das Linke Rechte. ist ja auch nicht ganz in Okay. Ordnung. Also es sind praktisch beide in Mitleidenschaft Okay, gezogen. okay. Also, ich habe klare Informationen bekommen. Manchmal weißt du, dass eben die Sache ist, mein Gefühl ist, dass du Regie führst, dann gibst du die Informationen frei oder gibst du sie nicht frei. Und das entscheidest du, ob dieses Geheimnis, was hinter dem Bein ist, ne, freigibst oder jetzt lösen möchtest oder nicht. Aber das ist jetzt okay, das ist jetzt eine andere Sache. Wie gesagt, wenn du möchtest, können wir gerne, würde ich das dann persönlich, habe ich gerade jetzt Informationen bekommen. Aber das Thema, was für mich du jetzt angesprochen hast, ich sehe, dass wenn du schon deine erste Sendung, dass du Heilungen einfach auch verursacht im Sinne der Prävention, dass wenn man meditiert, dass sowieso viele Krankheiten sowieso weggehen. Wenn jemand Ja. singt oder tanzt, wenn tolle Musiker, ich denke, dass die Beatles oder die großen Musiker und Sänger, Michael Jackson, ich glaube schon, dass er Millionen von Leuten geheilt hat, ne? Die geben auch kein Eilversprechen, aber das geschieht dann in dem Moment. Es Ne? geschieht, ja, ich sage eben, das passiert mir bei den Heilmeditationen auch so, ne? Ja. Dass manche Leute dann sagen, ja, ich habe es gespürt und es hat mir geholfen. Ja. Und überhaupt, wenn du irgendwo hinkommst, fühlen sich die Leute gleich durch deine Art und deinen Humor. Irgendwelche Frösche gehen dann raus und die Leute sind dann Ja, das stimmt entspannter. auch. Meist kann ich die Leute schon so auch fröhlich machen und tragt vielleicht auch ein bisschen zu ihrer Gesundheit bei. Ja, Ja. Ja. okay, stimmt. Naja, dann würde ich aber jetzt zum zweiten Thema übergehen, die Auferstehungsfreude, die ich eben auch noch heute teilen wollte, weil Ostern gerade erst war. Und ich selbst muss dazu sagen, ich habe seit meinem 19. Lebensjahr, da ist eine ganz liebe Freundin von mir gestorben, mit der ich noch am Tag vorher beisammen war. Und als ich dann da so stand beim Grab, hat mich so eine riesige Freude überkommen, dass ich mir gedacht habe, so, und jetzt weiß ich, dass diese Auferstehung, an die ich bis jetzt nur geglaubt habe, Wirklichkeit ist. Und das passiert mir immer wieder, wenn jemand, ein lieber Mensch geht, das war gestern, haben wir auch wieder eine hinaus begleitet, dass ich innerlich froh und glücklich wäre und friedvoll und alle diese Begleiterscheinungen halt, die sehr schön sind. Und von daher wollte ich da auf diese Freude nochmal hinweisen, die wir jetzt manche heute halt gefeiert haben, alle vielleicht nicht, aber ich glaube, die Freude ist nicht eine Sache von Ostern oder katholisch oder evangelisch oder sonst was, sondern das ist eine allgemeine Sache, die wir nicht genug fördern können in uns. Und da habe ich ja eben einmal, möchte ich jetzt gleich ein Gedicht noch vorlesen. Wie immer. Freuet euch allezeit in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Diesem Aufruf, Paulus, folge ich gern. Macht das doch mein innerstes Wesen reich. Freude an jedem Atemzug, Freude an jedem Sonnenstrahl. Auch zum Danken habe ich täglich genug, Freude beim Wandern durch Berg und Tal. Die Libelle surrt fröhlich zu meinem Buch, ein Hund mir wedelnd entgegenspringt. Um mich ist der reifen Traubengeruch, ein jedes Geschöpf leis von Freude singt. Und die sich noch sträuben in ihrem Sein, noch nicht erkennen der Freude Grund, sie schließ ins Band der Liebe ich ein. Das Liebe fließt auch aus ihrem Mund. Ein Lächeln spielt Freude in jedes Gesicht, sein Strahlen hinaus in die Sphären dringt, um sich zu vereinen mit dem göttlichen Licht,
das ewig von unserem Einssein singt. Und aus diesem Einssein der Wandel entsteht, den lange wir schon herbeigesehnt. Ein innerer Friede uns neu durchweht, Freude, die sich ins Universum ausdehnt. Habe ich 2011 geschrieben. Ja, du sagst, du heilst nicht, ne? Das ist schon eine Lüge. Du meinst, die Gedichte sind auch ein bisschen heilsam. Ich will das jetzt nicht so annehmen. Eben, die wirklich heilen, die sagen das nicht, ne? Nein, ich nehme dann noch ein zweites, das habe ich für meine Tante gemacht. Zum Geburtstag, sie ist bald darauf, ist sie hinübergegangen. Und ich habe schon gemerkt, dass sie schon in zwei Welten ist. Du edle Rose, du, wie eine Rose warst du für mich, die auch meine Knospe zum Blühen verhalf. Wie eine Rose warst du für uns alle, die Liebe, Verstehen und Freude verbreitete, wo immer sie blühte. Eine voll erblühte Rose bist du für mich jetzt, da du bereits in zwei Welten lebst und mich mit dir in den Himmel schauen lässt, dorthin, wo Mutter und Schwester vorausgegangen sind. Danke, du edle Rose, du, die du die Liebe der göttlichen Mutter in uns allen erblühen lässt, bist auf ewig gehalten in dieser Liebe und öffnest auch uns neu die Augen dafür. Schön. Ja, und wie gesagt, ich erlebe das immer wieder, wenn jemand hinübergeht. Ich habe von der einen, die seine Frau ist gerade gegangen, die verabschieden wir nächste Woche. Aber der Mann, den kannte ich gar nicht persönlich. Er war ein Alkoholiker. Und ich habe sehr für ihn gebetet, weil er mir leid tat, weil ich selbst durch das durchgegangen bin und gewusst habe, was da alles in ihm vorgeht. Und dann ist er hinübergegangen in die andere Welt und ich habe einen Monat lang diese Freude erlebt. Und das war gerade, wie ich die Prüfung von der Funkerschule gemacht habe, also da war es mir an und für sich eher zum Zittern. Aber ich bin da direkt durchgetragen worden mit dieser Freude, die von diesem Mann, wie wenn er sich bedanken würde, dass ich für ihn gebetet habe und ihn nicht auch verurteilt habe, wie ihn natürlich seine Frau auf alle Fälle auch ein bisschen, weil die haben ja sehr darunter gelitten, aber auch besonders seine Schwägerin, die unsere Sekretärin war, bei meinem Vater und die hat ihn immer sehr verurteilt und sehr über ihn geschimpft. Nicht? Und ich habe das anders gelöst und ja, hat er mir so gedankt auf diese Art und Weise. Ja, klar. Ist kurz hier die Verbindung unterbrochen worden, aber das wird sowieso aufgezeichnet, ne? Falls jemand. Ach so, ja. Das hat jetzt mit dem Server in New York zu tun, ne? Ach so. Ja. Jetzt bist du wieder da. Eben, sorry, es gibt Unterbrechungen, da kann ich nichts machen. Das ist manchmal der Server oder unterwegs irgendetwas ist. Aber die Aufzeichnungen, es sind zwei Aufzeichnungen, sind auf jeden Fall da. Falls euch ein Slang von Tia dann nicht mitbekommen hat. Ja. Verstehe. Ja. Schön. Ja. Nun, das wollte ich eben auch noch betonen, dass es so viel gibt, über das wir uns freuen können und dass wir diese Freude, wie ich es eben hier sowieso ein bisschen gesagt habe, dass wir schon in der Früh aufstehen können und uns für
zehn Sachen bedanken können. Hm. Weil für alles Gute, was wir bekommen. Ja. Hm? Im Grunde genommen, ich glaube, die Clara, ich habe das so verstanden, die hat geschrieben, auch die Auferstehung oder überhaupt den Tod ist eigentlich auch Heilung in eine andere Form. Was meinst du dazu? Also, wenn man stirbt und wieder aufersteht, dann geschieht etwas, ne, das hat uns eben Jesus so in seiner Form gelehrt, wird etwas gereinigt, wird etwas geheilt, wird etwas neu strukturiert und filtriert. Ne? Ja, ja. Also, ja, ich sehe das auch so. Ne? Ich sehe das heute auch so, dass, und ich weiß heute auch, dass wir ja öfters schon da waren und dass wir immer wieder in der anderen Welt weiter wachsen und weiter wirken dürfen und dann wieder hierher kommen und wieder neue Aufgabe übernehmen und dass wir eben, dass alles das, was uns hier widerfährt, ist das, was wir uns vorher schon ausgesucht haben und was unsere Lebensaufgabe ist. Das habe ich schon einmal in diese Richtung gesagt, aber das kann man gar nicht oft genug betonen, dass wir das alles immer wieder neu erfahren dürfen und eben in diese, es wirklich mit Freude und Dankbarkeit in dieser Welt stehen dürfen. Mhm. Für jede kleinste Sache, die an uns herankommt, können wir dankbar sein und können uns daran freuen. Mhm. Und vor allem eben, wenn ich nochmal, kriege ich nochmal den Hinweis, einer, der ein Eilversprechen geben kann, ohne dass er Angst haben muss, das ist der Tod. Also der Tod darf sagen, wenn du stirbst, wirst du geheilt von alles, was noch drumherum hängt. Ja, aber bitte, ich glaube nicht, dass du, das kommt, glaube ich, schon auf das Leben an, das man gehabt hat. Ich glaube nicht, dass alles jetzt gelöscht ist. Nein, müsste man ja nicht mehr wiederkommen. Ne? Genau, es wird einiges gelöscht. Ich glaube, wir arbeiten da drüben auch weiter, beziehungsweise ich habe das auch gelesen in einigen Büchern, dass wir ja auch drüben uns weiterentwickeln noch. Ne? Ja. Bis wir dann so weit sind, dass wir sagen, jo, jetzt gehe ich wieder hinunter und arbeite das auf, was noch übergeblieben ist. Und allerdings ist jetzt, glaube ich, so, dass viele von uns im Endstadium sind ihrer Entwicklung. Ne? Dass wir dann wirklich in diese Vollendung der letzten Auferstehung gehen können. Mhm. Mhm. Schön. Und in diese Liebe und Freude. Mhm. Ich hätte noch mein Ostergedicht. Darf ich das noch? Bitte. Weil da habe ich das schon das jetzige Geistige mehr hineingenommen. Auferstehung 216. Wieder erscheinst du im Licht. Wieder sehen wir, dass das Dunkel bricht. Der Tod hat keine Chance bei dir. Ehe er sich's versah, warst du wieder hier. Nimm in dein Sterben alles hinein, was uns hindert, in unserer Göttlichkeit zu sein. Ihr seid Götter, wurde den Alten gesagt. Hilf, dass auch uns dies Verstehen tagt. Göttlich sind wir und eins mit dir, mit dem Vater und allem und allen hier. Lass diese Einheit uns Freude sein, bis in unser tiefstes Herz hinein. Unsere Liebe umschließe die ganze Welt, strahle bis hin zu dem Sternenzelt. Das Universum sogar jubelt mit uns laut. Nun wird eine neue Welt gebaut. Eine Welt voll Liebe und tiefen Verstehen. Niemand wird mehr auf der Seite stehen. Frieden wird sein. Gesundheit und Kraft. Du senktest in uns deine Schöpferkraft. Sie zu nützen fangen wir rascher nun an, dass die Welt noch schneller aufsteigen kann.
unser ganzes Wissen bald verfügbar uns ist. Du ewige Sonne hast uns wach geküsst. In Weisheit und Freude vollenden wir nun das, was du in uns gedacht hast zu tun. Diese Welt wird unser Meisterwerk sein. Du senkst deinen Frieden, deine Liebe hinein. Ja. Das habe ich am 24.03. gemacht. Was macht das mit dir aus, mit deinem Körper, wenn du die schreibst? Oh ja, ich empfinde das immer sehr tief. Mhm. Also es geht mir gut, wenn ich schreibe. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, um wieder zum Anfangsthema zu kommen, noch schaffe ich es nicht, auch durch das alles, weil ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form auch noch unglücklich wäre. Aber trotzdem kann ich die Zellen noch nicht so beeinflussen, dass sie auch rundherum glücklich sind. Hm. Oder ich weiß nicht, wo der Unterschied noch liegt. Na, ich denke, da sind wir auf dem Weg. Also ich sehe schon eine Universität, wo wir wirklich täglich damit arbeiten können, weil all diese Sachen können wir entwickeln, so wie damals in Mesopotamien oder so, die haben alles intuitiv gemacht, die ganze Wissenschaften. Da waren die verschiedenen Abteilungen, da lernt man die Zellkommunikation, da lernt man das, das entwickelt man intuitiv, diese ganze Wissenschaften. Ne? Griechenland, Delphi war ein Teil, aber wir sollten wieder beginnen. Und deswegen haben wir die Akademie gegründet. Ich würde mich freuen, wenn wir richtig Räume hätten, zusammen sein können, Mittel haben können. Ich warte auf eine große Universität, was uns dann die Möglichkeit gibt, das Ganze zu entwickeln, im Sinne, in unser Interesse und Interesse von allen Menschen. Ne? Und das will entwickelt werden, diese neue Wissenschaften. Und, und jeder auf seine Art. Ich finde das ganz, ganz toll, Jade, dass du das initiiert hast. Dass wir diese ganze Wissenschaft auf eine ganze neue Ebene bringen. Ja, in die natürliche Ebene, wie es Wissenschaft wirklich ist. Ja. Und deswegen sende ich jetzt die Botschaft, also einfach, ich bin bereit, eine Uni, viele Räume, viele Leute, wo täglich gearbeitet wird, wo wir viel Spaß haben, wo Thema für Thema diese neue Selbsthilfewissenschaften sich entwickeln können. Ich habe das schon hier und da gemacht, aber eben immer mit begrenzten Zeitmöglichkeiten, begrenzte Mittel, begrenzte, so, und da wünsche ich mir jetzt einen Überfluss und Raum und Zeit und alles, was man braucht, um das zu entwickeln. Ne? Okay. So, okay, wenn wir dich da unterstützen können, dann bin ich gerne dabei. Ja, gerne. Einfach das gemeinsam senden, dass wir diese Möglichkeiten haben und dann, das macht sowieso nur Spaß, was wir machen. Ne? Ja. Okay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Ingrid. Bitte vielen Dank und euch allen, die zugeschaut haben. Und bis später. Und die noch zuschauen werden, weil es gibt ja viele, die jetzt nicht gerade hier sind in der Zeit, aber dann nachher das alles nachschauen. Ja. Genau, ja. Bis später. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Jo, dann echt bis später.